Willkommen zum Video, ja, willkommen alle. Ja, heute ist natürlich ein Tag, der ja Update, Windows Update, ja, Windows 10 hier bringt. Und zwar habe ich so ein Problem, dass Windows mir ja nicht die Updates nicht runterladen möchte oder nicht installieren möchte. Das habe ich auch schon lange hier gedacht. Ich drücke jetzt schon Update. Aber man kann was tun. Ich habe schon ein Video gefunden, wie man das Ganze neu starten kann. Den Update-Vorgang. Hier guckt er lädt ihn doch runter, aber das ist. Und ja, euch was zeigen kann. Das heißt, wir müssen natürlich auch ein bisschen hier machen. Und jetzt mache ich es schließen und wir klicken hier ein paar Befehle hier reingepackt in der Textdatei, was da so angelegt wird, was man machen muss. Und wir gehen erstmal hier in der Eingabeforderung. Da gibt er einfach mal CMD ein. CMD, ja, Administrator, dass wir ein bisschen mehr machen können. Also erstens gehen wir erstmal in den Ordner, das ist, wo die Updates reingeladen würden. Erst den kompletten Download-Ordner. Das ist, hat er auch gesagt, er soll hier das löschen. Das machen wir jetzt einfach mal. Den lösche ich jetzt einfach mal. Ja, sehr wichtig, erstmal den Update zu stoppen. Das heißt, wir stoppen jetzt den Vorgang. Wir öffnen die Datei erstmal. Ich habe hier zum Beispiel das alles kopiert aus dem, was ich da geguckt habe. Wir kopieren jetzt hier rein und Enter drücken. Jetzt wird er beendet. Dieser Update-Vorgang. Und erfolgreich, jetzt können wir den Ordner jetzt auch löschen. Ja, ihr sollt dranbleiben. Ja, wir klicken auf Löschen. Und jetzt können wir den los hier rausschmeißen. Aber ja, der will ja nicht. Und da kann man natürlich auch sagen, warum will er nicht löschen? Das ist so blöd. Dankeschön. Komm, lösch dich. Ja, komm, lösch dich, ey. Keine 5000 Klicks machen. Jetzt komm, lösch dich. Ja, egal, er will, egal. So, wir starten neu. Das ist natürlich auch überlassen. Wir starten den neu, das heißt, wir klicken jetzt hier neu, starting. Das heißt, er startet neu. Das machen wir einfach mal, erfolgreich. Und jetzt müssen wir natürlich jetzt auch schon, ob wieder jetzt den Vorgang, jetzt mache ich nochmal Updates machen. Jetzt probiere ich das noch einmal. Jetzt fängt er wieder neu an. Und jetzt fängt er natürlich den Vorgang. Ich verlinke euch diese Fahne, dass ihr das ausprobieren könnt, ob es geholfen hat. Jetzt installiert er dieses Update und also muss eigentlich dauern, also dauert nicht so lange. Es ist so ein System-Update hier, was er installieren möchte und dann will er nicht installieren, das ist blöd. Man kann auch noch seine Dienste gucken, ob es hier alles wo dran was liegen könnte. Oder da liegen könnte oder sonst was. Ne? Also wir können mal kurz nachschauen. Da, Windows Update, Vorsicht, der muss da sein, der muss der Schalter da sein. Ne? Bei mir hatte ich sowas auch, ist ja gut. So, also wir kriegen Eigenschaften, wir können ihn auch Benachrichtigungen lassen, dass uns die Updates ja benachrichtigt werden. Und das war sofort, jetzt geht er einfach, das geht er zurück. Aber wir können jetzt auch hier das machen, dann könnte er auch das speichern und dann jetzt lädt er da runter und ja, hoffe, war es hilfreich gewesen. Und euch ein bisschen geholfen hat. Ich verlinke euch dieses Video einfach hier, dass ihr irgendwo ausprobieren könnt. Oder ich verlinke euch dieses Video jetzt auch, dass auch das geschafft habt. Und ja, bitteschön. Und ja, funktioniert es bei euch und viel Spaß bei Updates runterladen. Tschüss.